Hallo ihr Lieben, hier ist Bea von Bea Somnium. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Hefewasser selber machen kann. Und zwar habe ich da einen Tipp und auch ein Video von der lieben Emma gefunden. Ich verlinke euch den Kanal mal unten in der Infobox und dann könnt ihr mal schauen. Also nach ihrem Rezept werde ich heute Hefewasser mit euch herstellen. Das Hefewasser kann die normale Hefe ersetzen. Das heißt, wenn ihr dann Hefewasser benutzt für euer Rezept zum Backen, reduziert ihr einfach die Flüssigkeit, die angegebene Flüssigkeit und nehmt dafür das Hefewasser. Ihr braucht dann keine weitere Hefe mehr hinzufügen, sondern euer Hefewasser wird dann euer Backgut hochtreiben. Also die Hefe treibt ja den Teig, sage ich mal, auf, ne? Und euer Teig wird dann aufgehen mit diesem Hefewasser. Für das Rezept brauchst du 500 Milliliter stilles Wasser, ein Esslöffel Honig oder ein Teelöffel voll Honig. Ich nehme dann hierfür Tomaten. Also die Emma, die beschreibt in ihrem Rezept Tomaten. Ich habe aber auch schon im Internet gelesen, man kann zum Beispiel Rosinen, Sultaninen, Datteln nehmen oder auch gewisse Kräuter. Ich habe schon gelesen, manche setzen das auch mit Äpfeln an. Also ich werde es jetzt einfach mit Tomaten probieren und kann euch nicht sagen, ob es funktioniert. Das werden wir dann aber im Laufe der Tage sehen. Ich habe nun meine Tomaten klein geschnitten. Das war sowieso eine kleine Sorte. Ich habe sie jetzt trotzdem noch mal in der Hälfte halbiert und gebe die dann in mein Gefäß, was ich auch verschließen kann. Das war hier mal eine alte Flasche, wo Tomatensoße oder Tomatenmark war das drin war. Das habe ich aufgehoben und werde das jetzt verwenden. Meine Tomaten habe ich jetzt in das Glasgefäß gefüllt. Ich werde jetzt den Honig dazugeben und das Ganze mit 500 Milliliter stillem Wasser auffüllen. Das Ganze soll jetzt gut durchgeschüttelt werden, also so, dass sich auch der Zucker oder der Honig, je nachdem, was ihr verwendet, gut auflöst. Und dann soll man diesen Ansatz 5 bis 10 Tage stehen lassen, jeden Tag gut durchschütteln, also am besten einmal morgens und einmal abends. Und nach 5 bis 10 Tagen soll dort Hefewasser entstanden sein. Also das Hefewasser entsteht ja dann auch durch die Gärung von den Früchten. Und wir haben in unserem Umfeld sowieso kleine Mikrobakterien bzw. Hefen rumfliegen, die wir hierfür dann nutzen können. Wir sollen nicht vergessen, das Gefäß morgens und abends dann auch zu öffnen, damit das Gefäß nicht explodiert. Ich werde weiter berichten in den nächsten Tagen. So sieht jetzt mein Hefewasser am Tag 1 aus. Ich werde euch weiter berichten. Und hier ist das Hefewasser am Tag 2. Ich werde das jetzt öffnen und schütteln und melde mich dann morgen wieder bei euch. Heute ist Tag 3 von dem Hefewasser, von der wilden Hefe. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also das ist auch ein bisschen trübe geworden. Wenn ich das öffne und daran rieche, riecht es ein bisschen wie Essig. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Dann habe ich das nochmal durchgeschüttelt. Also das mache ich morgens und abends durchschütteln. Hierfür nehme ich immer einen Lappen dazu, weil manchmal ist es doch undicht und dann kommt das oben raus. Also so sieht das Hefewasser jetzt aus. Und wie du sehen kannst, sind die Tomaten nach oben gestiegen. Das war ja am ersten Tag nicht so. Ich bin gespannt. Und am dritten Tag kann man jetzt auch sehen, dass es sprudelt leicht. Ich habe jetzt den Deckel geöffnet.
Und darin tut sich was, es sprudelt. Hallo ihr Lieben, heute ist Tag 4 meines Hefe-Wasser-Experiments. Ich muss sagen, es tut sich ganz viel. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt sehen kannst. Das blubbert. Also da tut sich wirklich was in diesem Gefäß. Und hier unten, kann man das sehen? Als ob da sich irgendwas absetzt. Also das sieht wirklich aus wie frische Hefe, würde ich mal sagen. Es gibt ja diese Hefestücke und diese Farbe hat das. Ich weiß nur nicht genau, ob das gut ist und ob ich alles richtig gemacht habe. Ich werde das Ganze jetzt nochmal schütteln. Ich habe vorhin schon mal geöffnet und das riecht immer noch so ein bisschen essighaltig. Also so wie Essig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Hefewasser oder Essig gemacht habe. Das ist jetzt die Frage. Also heute Tag 4. Ich werde gleich nochmal schütteln. Ich muss oben immer zuhalten dann, weil da wirklich großer Druck dahinter ist. Also wenn ihr das nachmacht, bitte nicht vergessen, auch immer diese Flasche zu öffnen. Und ja, morgen ist dann der große Tag. Da werde ich probieren, mit diesem Hefewasser zu backen. Aber das erzähle ich euch dann morgen. Hallo ihr Lieben, heute haben wir den Tag 5. Und die Flüssigkeit, diese wilde Hefeflüssigkeit oder das Hefewasser sieht jetzt so aus. Also bräunlich. Die Früchte sind jetzt auch nach oben gestiegen. Und wie du siehst, hier sprudelt es immer noch. Ich werde das Ganze jetzt nochmal durchschütteln. Und dann werde ich das abgießen. Und dann werde ich damit heute backen. Ich melde mich gleich. Also ein bisschen riecht für mich das noch nach Essig, würde ich sagen, aber nicht stark. Es hat einen angenehmen Geruch, also ich finde, das riecht ganz gut. Und ich fülle mich jetzt, fülle mir jetzt ein bisschen in ein Glas ab und lasse das für den nächsten Ansatz stehen. Das heißt, ich gebe das dann beim nächsten Ansatz mit dazu. Das Hefewasser schaut jetzt so aus, also hat eine bräunliche Farbe. Und damit werde ich jetzt einen Pizzateig ansetzen und werde euch gleich berichten. Also ich werde das Hefewasser komplett dazu nehmen und dann halt weniger Flüssigkeit in dem Hefeteig. Mein Pizzateig habe ich jetzt geknetet und ich finde, das Hefewasser lässt sich wunderbar verarbeiten. Also der Teig, der wird wirklich schön fluffig. Jetzt habe ich oben noch eine kleine Mehlschicht drüber gegeben und ich denke, ich lasse den Teig jetzt eine Stunde gehen und danach melde ich mich nochmal. So ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ist jetzt eine Stunde rum. Also für mich ist der Teig nicht gut aufgegangen. Ich muss dazu sagen, der ist sehr weich. Also doch, der ist sehr weich. Ich werde den jetzt auch zum Backen benutzen. Aber für mich ist das nicht so wie mit normaler Hefe. Aber ich probiere das trotzdem jetzt aus, wie der sich verarbeiten lässt. Vielleicht ist es ja eine Alternative zu normaler Hefe. Ich melde mich später nochmal. Ich habe jetzt hier so kleine Mini-Pizzas ausgerollt und ich muss sagen, der Teig, der verarbeitet sich wirklich wunderbar, ist schön geschmeidig. Ich bin gespannt, ob die jetzt noch ein bisschen aufgehen. Ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist. Nicht wundern, ich mache immer so Mini-Pizzas, die kann man gut auf die Hand essen oder mitnehmen zur Arbeit. Oder die Kinder, die mögen das auch gerne für die Schule. So, ihr Lieben, meine Mini-Pizzen sind fertig. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Und hiermit nochmal einen ganz, ganz lieben Gruß an die Emma, die ein Video online gestellt hatte, wo man diese wilde Hefe herstellen kann. Und von mir gibt es ein klares, jawohl, das klappt gut. Also das nächste Mal werde ich mal schauen, ob das noch ein bisschen stärker wird, die Hefe. Durch diesen Ansatz.
wenn man den dazu gibt, vielleicht treibt die dann noch ein bisschen stärker. Aber ich muss sagen, der Teig war wunderbar. Ich lasse es mir jetzt schmecken und probiert es unbedingt mal aus. Herzlichen Dank an Emma. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.